Noch ist nichts los hier im Kloster Bursfelde direkt an der Weser, aber bald. Dann beginnt hier nämlich die Saison und Hunderte von Pilgern kommen hierher. Darum geht's heute bei uns, ums Pilgern und natürlich ums Kochen. Wir werden was richtig Herzhaftes zusammen zubereiten, saisonal und regional für jeden zum Nachkochen. Jetzt bei uns in der Klosterküche. Oh, da freue ich mich immer drauf. Legen wir am besten da vorne auf den Tisch drauf. Okay. Die Klosterküche ist heute im evangelischen Kloster Bursfelde bei Göttingen. Und wir machen heute einen Salat mit in Rotwein eingelegten Birnen, einen Wirsingauflauf mit Schafskäse und Apfelcrumble mit Himbeergarnitur. Und das ist unser Mann der Stunde. Klaas Grenzemann kümmert sich um alles, was mit Pilgern zu tun hat. Heute ist der Tag fürs Aufräumen. Hier in der Pilgerunterkunft, einem umgebauten Schweinestall. Sag mal, es ist ja ein wunderschöner Raum hier, ne? Unglaublich. Aber wenn ich hier so reingucke, ist noch eine Menge zu tun, oder? Ja, natürlich. Da kommen nachher noch ganz viele Ehrenamtliche. Die werden mit uns hier zusammen den Raum vorbereiten, damit wir wieder saisonklar sind. Im Winter können wir die Herberge nicht betreiben. Das ist einfach auch zu kalt hier. Und deswegen räumen wir mal alles raus und alles frei, und damit der Fußboden auch behandelt werden kann und so. Und das muss aber natürlich im Frühjahr, dann vor der Saison, alles hergerichtet werden. Okay. Und das mache ich aber zum Glück nicht alleine. Das steht jetzt an. Ja, genau. Ich packe dann auch mit an. Ich muss aber jetzt erstmal in die Küche und kochen. Wir wollen ja nachher noch was essen, ne? Das stimmt. Das mache ich jetzt mal. Bis nachher. Bis später. Ja? Okay. Kloster Bursfelde am Pilgerweg Loccum-Volkenroda. Malerisch einsam an der Weser, aber nicht weit von Göttingen und Hannover-Schmünden. Etwa 3000 Pilger kommen hier jedes Jahr durch. 500 davon übernachten in der Pilgerunterkunft des Klosters. Und das ist unsere Klosterköchin Monja Meyer-Bertram. Hier in der Profiküche versorgt sie die vielen Gäste des Klosters. Wir wollen nicht im Weg stehen und gehen nach nebenan in unsere eigene Klosterküche. Hast du eine Instruktion für mich? Was soll ich machen? So, nimm die Birne. Die müssen dann geschält werden und in Spalten geschnitten werden. Okay. Du bist richtig Köchin hier im Kloster, ne? Ja, ich hatte schon mehrere Anlaufstellen. Ich war mal selbstständig 5 Jahre und habe auch schon im Schloss in Adlepsen Graf und Gräfin bekocht. Ui, wie läuft das ab so bei Graf und Gräfin? Das ist doch bestimmt anders, als in einem anderen Haus zu kochen, oder? Es gab immer Vorspeisen und alles wurde serviert. Also die sitzen am Tisch? Die sitzen am Tisch gegenüber. Und es wurde serviert mit Handschuhen. Ui, okay. Für das Dressing schneiden wir die Frühlingszwiebeln. Mit Schmand, Joghurt, Petersilie und Olivenöl vermischen. Abgeschmeckt mit Senf, etwas Salz, Pfeffer und Zucker. Ich frage mal eben, die halbiere ich jetzt? Die genau, Linde? Halbieren. Muss man gerade sagen, ich habe hier so ein Pflaster, weil ich mich verletzt habe. Sonst kann ich das. Verbrannt mit kochendem Wasser. Und dann in Spalten? Ich würde es schräg schneiden. Zeig mal. Jetzt mache ich so kleine Spalten. Ah, okay. Gut. Die Rotweinbirnen geben dem Salat am Ende den ganz besonderen Geschmack. Darum wichtig, das mal abzuschmecken. Ja, ich denke mal, wir probieren noch mal den Rotwein. Sehr gerne. Aber nur den Wein. Ja, nur den Wein. Die Birnen brauchen. Das ist Trägersubstanz, ja. Die brauchen wir nicht, ne? Genau. Aber es ist schon ein bisschen dick geworden, oder? Ja, durch das Karamellisieren. Den Zucker, die Butter. Oh, das ist ja lecker. Ja. Man schmeckt die Birne sehr deutlich, ne? Ja. Oh, da freue ich mich aber drauf. Super. Genau. Und hier kommen jetzt schon die verschiedenen Salate, die Salate rein. Genau. Also das ist hier der Mangold, ne? Ja. Feldsalat ja. Auch ruhig alles. Rucola, ist ja immer ein bisschen scharf. Spinat, den frischen. Können wir das Dressing hier mit rein? Okay. So. Und die Pilger, wie ist das mit denen? Da denke ich jetzt, die essen besonders viel. Obwohl die verpflegen sich meistens selber, stimmt, in der Herberge. Oder sie haben auch die Möglichkeit, hier am Essen teilzunehmen. Das ist jetzt ja wahrscheinlich schöner, auf dem Teller anzurichten, genau, als alles da reinzukippen, ne?
Bisschen von dem Rotwein muss man wahrscheinlich dann auch noch so reingießen. Ja, irgendwie, ne? Ja, so ein bisschen zu. Super. Der Salat mit den Birnen ist der Hammer. Jetzt werde ich mit Klaas und den freiwilligen Helfern die Pilgerunterkunft auf Vordermann bringen. Das geht ja hier wie am Fließband. Wie am Fließband. Und die Menschen, die hier jetzt alle so mit anfassen, die Ehrenamtlichen, die kommen immer zum Einräumen der Pilgerherberge? Ja, genau, die kommen tatsächlich aus ganz Niedersachsen hier dann angereist und machen normalerweise immer von Samstag bis Samstag Dienst in der Pilgersaison. Pilgersaison heißt, dass wir von Karsamstag, also Ostern, bis zum Reformationstag hier verlässlich geöffnet haben. Das heißt, jeden Tag ist jemand hier und empfängt Pilgerinnen und Pilger, begrüßt die, weist ein Bett zu und sorgt dafür, dass sie am nächsten Morgen, wenn sie wünschen, mit dem Pilgersegen auch wieder auf den Weg Das ist auch ein Ehrenamt. Ja, das ist ein Ehrenamt, genau. Pilgereltern heißt das dann, glaube ich, bei Ihnen. Genau, Herbergseltern. Herbergseltern, genau, ja. Genau. Etwa 50 Ehrenamtliche kümmern sich während der Saison um die Unterkunft. Heute werden erstmal die 7 Schlafkabinen freigeräumt und mit Matratzen und Bettzeug ausgestattet. Geht ihr mit? Matratzen holen? Legen am besten da vorne auf den Tisch drauf. Okay. Hervorragend. Dann gehe ich einmal rum. Komm mal hier so rum. So. Ach, super, danke. Das sind hier die Matratzenschoner. Und da kommt dann noch das Laken drauf. Genau, da kommt dann nachher noch ein frisches Laken drauf. Aber die meisten Pilger haben doch wahrscheinlich auch so ihre Schlafsäcke mit und so, genau, oder? Die können aber, wenn sie Lust haben, auch richtiges Bettzeug kriegen. Kostet dann ein paar Euro mehr. Aber die meisten haben tatsächlich im Schlafsäcke und sowas dabei. Was ist eigentlich ein Pilger? Also im Unterschied zu einem Wanderer zum Beispiel. Also wenn ein Wanderer am Ende eines Tages gefragt wird, wie weit bist du denn gegangen? Dann würde der Wanderer wahrscheinlich sagen, um 25 Kilometer und so viel Höhenmeter. Und von da nach da. Und ein Pilger würde vielleicht antworten und fragen, was meinst du denn, innerlich oder äußerlich? Wie weit bist du gegangen? Also ich glaube, ein Pilger ist tatsächlich zwar ein Wanderer und gleichzeitig auch tatsächlich mit einer geistlichen Dimension unterwegs. Früher war das so, dass die Menschen, wenn sie denn Pilger wurden, beim Pilgersegen einen Pilgerstab bekamen. Das war auch äußerliches Symbol für die geistliche Dimension des Unterwegsseins. Also nicht nur ich gehe, sondern Gott geht mit oder ich gehe Gott entgegen und Gott kommt mir entgegen. Aber in aller Regel, das haben wir auch immer wieder hier gemerkt, dass Menschen sagen, ich habe gedacht, dass ich mit Kirche so schon ganz durch bin, aber durch das Pilgern habe ich gemerkt, ich habe da doch irgendwie Sehnsucht und gewisse Fragen, mit denen ich ganz gerne mich beschäftigen möchte. Also da kommen solche, ja, vielleicht auch mal so Ereignisse im Leben wieder hoch, die man einordnen möchte. Und dann merkt man plötzlich, dass vielleicht der Glaube, Kirche, Spiritualität, diese ganzen Fragen doch eine Rolle spielen. Noch ist es eiskalt in der Pilgerunterkunft. Aber das wird anders, wenn demnächst die Saison beginnt. Normalerweise ist es dann draußen schon warm. Notfalls wird der Heizofen hochgedreht. Heute hilft nur ordentlich warm arbeiten. So sieht es doch schon ganz gemütlich aus, ne? Ist ja schon, ja. Wenn du so erzählst, hört man ja auch, du bist selber auch gepilgert oder pilgerst selber, ne? Ja. Was sind da so deine Erfahrungen? Also wenn ich pilger, dann merke ich, dass ich auf alle Fälle immer so eine gewisse Strecke brauche, bis ich selber in meinem eigenen Pilgern irgendwie angekommen bin. Es ist tatsächlich so, dass man beim Pilgern merkt irgendwann, dass man, ja, man könnte fast sagen, dass man leer läuft. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und irgendwann bin ich tatsächlich so frei von all dem, was mich gerade so beschäftigt, dass da wieder was anderes reinkommen kann. Und dann bin ich plötzlich wieder wach für Dinge, die wichtig sind im Leben, die mir im Glauben wichtig sind, was mir von Gott vielleicht auch entgegenkommt. Ja, das kommt dann so zusammen. Ein schönes quasi. Bild, im Leerlauf unterwegs sein. Ja, genau. Ja. Also leerlaufen tatsächlich. Leerlaufen. So leerlaufen. Mhm. Und dann komme ich auf alle Fälle anders an, als ich losgegangen bin. So, ja. So. Ich glaube, dann sind wir nämlich hier soweit fertig. Das heißt, wir würden jetzt noch drüben die Herbergsbetreuerwohnung einrichten.
Und ansonsten sind wir aber hier, glaube ich, erstmal in diesem Raum tatsächlich mit allem durch. Super. Prima. Die Saison kann kommen. Pilgerdiakon Klaas Grensemann kommt aus Ostfriesland. Oft, wenn er in die Bursfelder Kirche geht, überkommt ihn ein Schauer. Denn vor langer Zeit haben Landsleute von ihm den Klostergründer, Heinrich den Fetten, brutal umgebracht. Als er 8 Jahre nach dem Bau der Kirche 1101 in Friesland unterwegs war, um Steuern einzutreiben, da haben ihn die Küstenbewohner kurzerhand ertränkt. Heinrich wollte zwar in dieser Kirche begraben werden, aber doch noch nicht so bald. Immerhin, die Friesen schickten seine Leiche zurück und so liegt er seit mehr als 900 Jahren hier in seiner Gruft. Und das ist der neue Leiter des Klosters. Klaus Gerhard Reichenheim ist erst seit kurzem hier in der Weser. Er war vorher Pastor einer Gemeinde in Berlin. Er wird Monja und mir jetzt beim Wirsing-Auflauf helfen. So schmal schneiden oder noch schmaler? So ist das in Ordnung, aber den Strunk musst du noch rausschneiden. Und seit 6 Wochen ist eure Familie hier in Bursfelde. Das ist ja schon ein großer Schritt, ne? Aus der Großstadt hier aufs weite Land. Ja, wobei meine Frau kommt ja aus der Nähe von Winsen an der Luhe, direkt an der Elbe. Und ich habe auch eine landwirtschaftliche Ära über 2 Jahre nach dem Abitur gehabt. Insofern was ist heißt das, eine Landwirtschaftliche Ja, ich wollte Ära? Eigentlich Bauer werden. Ach. Und habe dann erst auf Landwirtschaftsbetrieben die Entscheidung getroffen, Theologie zu studieren. Ach, das ist ja verrückt. Dann war es eine wichtige Orientierungszeit. Das war die, waren 2 Jahre und war eine wichtige Orientierungszeit. Ja. Mit etwas Kräuterbutter werden die Zwiebeln angeschmort. Dann kommt frischer Ingwer dazu. Die geschnittenen Champignons und der Wirsing. Mal den Wirsing und dann einen guten Schuss von der Gemüsebrühe, weil wir den ja nicht angedünstet haben. Wir haben jetzt einen Arbeitsgang gespart. Normalerweise müssen wir blanchiert werden. Ja. Einen guten Schuss. Ja. Gut, du sagst Stopp. Okay, danke. Dann kann ich ja noch mal fragen, du bist ja vorher Pastor in der Kirchengemeinde gewesen, ne? Genau. Und jetzt hast du völlig andere Aufgaben hier. Jetzt habe ich völlig andere Aufgaben. Musst du hier taufen, beerdigen, trauen? Genau, ich habe also nicht das klassische Geschäft eines Pfarrers in der Gemeinde, sondern wir bereiten hier Seminare in christlicher Spiritualität vor. Und dies zu planen und auch zu überlegen, wie gestalten wir das Programm und wen laden wir auch dazu ein, einen externen Referenten, das ist nochmal was anderes. Mhm. Ja, jetzt müssen wir mal gerade gucken, was Monja hier jetzt macht. Kommt da Gewürz rein. Ein bisschen mit Salz und Pfeffer würzen. Mhm. Wir können das jetzt mischen. Die Spätzle. Ah, und jetzt kommt gleich eine Schicht. Machen wir den Kohl, den Wirsing, würde ich jetzt auch. Schon fertig? Genau. Ja. Weil wir das gleich nur mit einem Schuss Sahne aufgießen und als Kick den Schafskäse noch drüber bröseln. Also das ist ein Gericht, was ich auch zu Hause selbst alleine hinkriegen könnte. Genau. Finde ich also toll. Stimmt, ne? Ja. Das schaffe ich auch. Lass das mal aus. Macht es die Welt besser, wenn Menschen pilgern und schweigen? Es macht sich für den Menschen, der sich auf den Weg macht, ist es gut, sich diese Zeit zu nehmen. Denn beim Pilgern und beim Gehen können einem Dinge für das eigene Leben klar werden. Und das kann dann für den Einzelnen so sein, dass sich die Welt nochmal ihm in einem neuen Licht zeigt. Und das kann dann dazu führen, dass es für denjenigen dann besser wird. Vielleicht auch leichter oder eine Klarheit in die Biografie neu hineinkommt. Und insofern kann es dann für die ganze Umgebung besser sein. Das ist dann die Ausstrahlung. Wirsing-Auflauf. So einfach und lecker. Probiere ich auch mal zu Hause aus. Die dritte im Bunde der Klosterleitung ist Silke Harms. Sie organisiert Seminare und kümmert sich um Gäste, die länger bleiben als die Pilger. Sie ist Pastorin wie ich und zeigt mir, was mit den abgebrannten Kerzen aus der Kirche passiert. Jetzt hier, das sind die Reste. Das sind die Reste von den Kerzen. Und wir nehmen hier eine Schere. Ja.
und schneiden immer die Dochte ab. Einfach abschneiden? Genau, einfach abschneiden. Und das Wichtige ist, dass das Schwarze weg ist. Und diese Reste sind alle Kerzen aus der Kirche? Genau, das sind alles Kerzen, die bei uns während der Gebetszeiten und der Gottesdienste in der Kirche gebrannt haben. Und die irgendwann zu klein sind, also so ein kleiner Stummel, das zerschmilzt dann irgendwann auf dem Kerzenständer. Und daraus machen wir dann diese neuen Kerzen. Ja, das ist ja doof hier, ne? Genau, da müssen wir ein bisschen fummeln. Kinder, nicht zu Hause nachmachen. Genau. Das kriege ich ja nicht so richtig ab. Und sind das jetzt so die Reste von einem Tag? Nee, das sind vielleicht die Reste von 4 Wochen oder so. Okay. Es kommt immer darauf an, wenn wir Seminare haben, dann sind wir 4-mal am Tag in der Kirche und die Kerzen werden auch 4-mal am Tag angezündet. Und wenn wir keine Seminare haben, gibt es nur das Abendgebet um 18 Uhr. Das heißt, da ist der Kerzenverbrauch dann deutlich reduziert. Und wie wird daraus jetzt die Kerze? Dazu gibt es eine Art Kerzenkocher. Altes Wachs rein, schmelzen und dann? Und was passiert mit den Kerzen, wenn die fertig sind? Verkaufen Sie die? Die werden verkauft. Viele Leute kaufen die als Erinnerung an Bursfelde. Aber sie sind auch davon fasziniert, dass diese Kerzen ja gebrannt haben in der Kirche, während wir da gebetet haben. Sozusagen bebetete Kerzen. Und das ist irgendwie für viele ein schönes Symbol, was sie so handgreiflich mit nach Hause nehmen können. Ja. Ein Viertel Liter ist da drin, ne? Ja, so ungefähr. Genau, das ist wirklich auch eine große Kerze. Darf ich die nächste mal probieren? Gerne. Das ist mal die Seite. Und das wird sehr gefragt, ne? Also diese Angebote, Meditation, genau. Gebet, Stille. Ja, unsere Seminare sind in der Regel ausgebucht. Also auch oft schon lange im Voraus. Also kommen auch Leute von weit her, erstaunlicherweise. Wir haben natürlich viele, die aus der Umgebung kommen. So Göttingen, Hannover, aber auch Leute, die aus Hamburg kommen oder aus Süddeutschland, aus Berlin. Die lesen das oft übers Internet. Und da unser Kloster mit B anfängt, stehen wir bei den Suchmaschinen relativ weit vorne. Okay. Das heißt, dass auch Leute von weiter weg, wenn die irgendwie nach dem Stichwort Kloster, Stille, Spiritualität suchen, oft bei uns landen. Und was gehört noch so zu Ihrem Aufgabenbereich, was nur Sie machen hier? Ja, wir haben im Kloster Bursfelde einen Einzelgastbereich, die sogenannte Oase, wo man kommen kann, wenn man einfach, Vorsicht, nicht ganz voll machen. Okay. Wo man kommen kann, wenn man... Das stelle ich aber nicht hier hin, das tue ich wieder rein, oder? Genau, ja. Wo man kommen kann. Und ohne Programm hier im Kloster sein kann. Also die Gruppen, die wir hier anbieten, da haben wir ja auch immer irgendwelche Angebote, die wir den Leuten machen. Und wenn man sagt, ich brauche einfach nur mal ein bisschen Ruhe, ich will mal aus meinem Alltag raus, ich will mal an einen anderen Ort, dann kann man hier in den Einzelgastbereich, in die Oase kommen. Also das heißt, es sind oft Leute, die ja Krisen haben oder an Wendepunkten stehen. Ja, und zum Zufluchtsort suchen so ein bisschen oder einfach auch gestresst sind vom Leben, vom Alltag, von der Arbeit und sagen, ich muss mal am Wochenende ins Kloster. Manche kriegen es auch geschenkt, das finde ich immer besonders nett. Ich habe schon manche Männer, die ihre Frauen geschickt haben, weil Kinder klein waren und sie gemerkt haben, die Frauen brauchen mal eine Auszeit. Und dann waren die mal ein Wochenende hier. Es gibt auch Freundinnen, die sich hier ein Wochenende einbuchen und einfach so die Ruhe des Ortes genießen, die Kirche genießen, die Landschaft genießen. Etiketten drauf und ab mit den Kerzen in den Klostershop. Bursfelde ist auch Arbeitgeber. 7.000 Übernachtungen im Jahr, das ist Verwaltungsaufwand. 18 Menschen haben hier ihren Job. Büro, Hauswirtschaft, Küche. Trotzdem ist Kloster Bursfelde nicht einfach ein Hotel. Zum Kloster gehört der Glaube, die Religion und jeden Abend eine Gebetsstunde. Nach der Andacht geht's noch einmal in unsere Küche. Mein Lieblingsgang zubereiten. Die Nachspeise. Ein Apfelcrumble. Magst du die Äpfel schneiden? Ja. Wie viele Stücke brauchen wir?
So 4, 5. Schälen auch? Genau, schälen und in Stücke schneiden. So Würfel, so größere Würfel. Ja, okay. Damit das hinterher schön fluffig wird. Okay. So, ich habe das Mehl. Kommt dann gut 150 Gramm Butter zu. Das ist ja auch so was richtig Winterliches irgendwie, ne? So eine Alternative zu Bratapfel oder so. Auch so gut 150 Gramm Braunzucker und eine gute Messerspitze Zimt. Mm. Das ist auch so ein bisschen Geschmackssache, ja, in den Teig. Dann arbeite ich mal die Krümel. Ich hätte gedacht, man macht da viel kleinere Würfel. Nein. Aber so ist es. Okay, ja, okay. Die fallen dann auch noch ein bisschen zusammen, ja, im Ofen dann. Und dann würdest du das eher warm oder kalt servieren? Warm. Ne? Warm. Mhm. Okay. Man kann es auch kalt essen, aber am besten ist es warm. Mhm. Wenn wir das in den Ofen haben, machen wir noch eine Vanillesoße dazu. Ja, das ist schon fertig dann? Die Krümel sind schon fertig. Okay, ich habe hier einen Kern mit reingeworfen. Das ist schlecht. Mhm. Nehmen wir mal so einen Löffel hier. Mal gucken. Ich finde, es könnte fast noch ein bisschen Zimt rein, oder? Ja. Also, mhm, je nachdem, wie man es mag. Ja, ich finde, es kann noch ein bisschen. Ist das so ein Dessert, was ihr auch hier im Kloster manchmal macht? Ja, es gibt auch Gruppen, die sich das mal wünschen. Echt? Gibt es so geäußerte Wünsche? Ja. Mach doch mal typische Bursfelder-Spezialität. Genau. So reicht? Das reicht. Okay. So. Jetzt einfach so draufbröseln. Genau. Mhm. Das soll so locker sein. Das ist ja eigentlich wie ein Apfelkuchen, mhm, ohne Boden oder so, ne? Ja. So andersrum. Wer mag, kann jetzt auch noch, wenn es nicht zu süß sein oder süßer sein soll, auch Vanillezucker oben drüber streuen. Ah, okay. Und dann kommt es in den Ofen. Ja. Während der Teig im Ofen schmurgelt, machen wir eine einfache Vanillesoße. Milch, Soßenpulver und Zucker. Aufkochen, fertig. Aber zum Schluss noch etwas Besonderes. Etwas Zitronenschale. Für dich habe ich nur noch ein Essen. Das habe ich noch nie gemacht mit Zitrone. Mhm. Mm, schmeckt man aber. Mm. Dann wird die so frisch, ne? Genau. Ja, lecker. Mm. Super, jetzt muss nur noch das Crumble fertig werden. Genau. Und dann können wir loslegen. Toll, prima. Die Bursfelder Rezepte heute finde ich großartig. Nicht nur, weil sie so gut schmecken, vor allem würde ich sie auch zu Hause allein hinkriegen. Bevor wir uns alle zum Essen in der Pilgerherberge treffen, müssen wir noch die kleine Wohnung der Herbergseltern einrichten. Ich glaube, da kommen nur ein paar Möbel rein und dann ist gut. Herbergseltern erleben bestimmt interessante Leute und besondere Geschichten. Ist es das, was sie an diesem Ehrenamt reizt? Denn Geld bekommen sie ja nicht. So. Sehr gut. Da kommt das Kissen. Und Sie beide sind Herbergseltern? Ja, sind wir. Und Sie können sich dann abends hier hinsetzen und gemütlich lesen? Oder wenn die Pilger kommen, was ist dann so das Erste, was Sie tun? Also wir wohnen auch nicht zusammen hier, wir sind unterschiedlich. Sie sind kein Ehepaar? Nein. Man muss nicht verheiratet sein, um hier zu sein. Wir sind zu unterschiedlichen Zeiten hier. Ach so, okay. Aber was das Wichtigste ist, wenn ein Pilger kommt, dann lade ich ihn immer erst einmal zu einem Tee ein oder zu einem Kaffee. Die kommen aus dem Wald, die sind lange gelaufen und dann hinsetzen, begrüßt werden, das ist ganz wichtig. Und dann kommen die Formalien. Ja. Ja. Ne? Und ist denn für Sie hier jetzt schon alles fertig? Müssen wir noch ein bisschen was machen? Ja, wir könnten noch so ein bisschen Ordnung schaffen. Ja, damit Sie sich auch wirklich wohlfühlen hier. Ja. Was müssen wir denn tun? Auch noch mal ein bisschen verstellen. Die Plakate müssen ab? Die müssen ab. Meistens sind die Betreuer halt hier in der Herberge. Ja. Und halten die in Ordnung. Staubsaugen, abwaschen, Betten machen, all diese Tätigkeiten. Und dann wird auch sicher oft mal ein Gespräch entstehen. Ja, und dafür sind wir da, dass wir diese Gespräche, sage ich mal, möglich machen, durch unsere Anwesenheit, durch unser Zuhören. Man kann hier kochen, aber man kann nichts bekommen. Hier im Ort gibt es keinen Laden. Das wissen die Pilger aber auch. Das steht in dem Pilgerbegleiter drin, in dem Schriftlichen. Und dann teilen wir eigentlich in der Regel immer das Frühstück. Und da gibt es auch immer sehr schöne Gespräche. Es gibt schon ab und zu mal etwas Bizarres.
Wollen Sie es hören? Ja, klar. Ein Beispiel. Zwei ältere Herren, älter als ich, waren hier angemeldet, als ich da war. Und einer kam, aber im Laufschritt. Und ich fragte dann nach der Begrüßung, wo wohl der Freund, Kollege wäre. Der käme später. Das war so ein Ton, bei dem ich schon nachgedacht habe. Der kam auch später und es waren zwei ganz verschiedene Typen. Der eine war sehr streng und forsch und der andere war freundlicher, weicher. Und es stellte sich nachher heraus, es war der Chef mit seinem ehemals Untergebenen, beide im Ruhestand. Und sie waren beide noch in dem alten Modus. Der eine rannte und zog und der andere lief hinterher. Oha. So, und da ergab sich dann auch ein Gespräch mit dem später Kommenden. Der erste war morgens um 6 schon wieder weg. Und der andere war ein netter Mensch, mit dem ich richtig ins Gespräch kam, warum er unterwegs ist. Ich habe mich nicht getraut zu fragen, warum er hinterherläuft. Das wäre nochmal interessant gewesen. Ja. Ne? Muss man irgendwie eine Ausbildung haben, um diese Gespräche führen zu können? Oder können Sie das so aus sich heraus, aus Ihrer Lebenserfahrung? Ja, oder? Das ist sicherlich ja, Lebenserfahrung. Also wir haben nicht die Ausbildung. Die Pilgerbegleiter, die haben eine Ausbildung, die so eine Gruppe führen. Und wir machen das aus uns heraus. Also ich habe zum Beispiel den Jakobsweg gemacht nach Santiago, ein Teil. Und fand es so wunderbar, wie man da begrüßt wurde oder betreut wurde in den Herbergen. Und deswegen bin ich dazu gekommen. Dann fließt ja auch viel eigene Erfahrung ein, wenn Sie das so machen. Ja. Zum Abendessen treffen wir uns in der Pilgerherberge, die ich heute mit den vielen Ehrenamtlichen für die kommende Saison fit gemacht habe. Mit einem Lied beginnen wir den Abend an der üppigen Tafel. Wie ich finde, eine schöne christliche Sitte. Immer schon waren Klöster Orte von Gastfreundschaft und Gemeinschaft. In dieser Tradition steht das evangelische Kloster Bosfelde. Es ist offen für jeden. Wer sich hier anmeldet zu einem der vielen Seminare, wer einfach ein paar Tage abschalten will oder wer als Pilger übernachten möchte, alle werden mit offenen Armen empfangen. Jedem wird selbst überlassen, ob er an den Gebeten und Gottesdiensten teilnehmen möchte. Und genau diese Offenheit und Toleranz ist etwas, das unserem christlichen Glauben wirklich gut tut.